Einfach Simon, Musik aus dem Herzen. Unsere Welt, die ist nahe am Abgrund, und ich erzähl euch meinen Standpunkt. Die Spitze ist Mensch, ja, wie sagt man im Volksmund, so viel von etwas, das ist ungesund. Okay, fangen wir an, welches Thema beginnt? Oh ja, stimmt, ich weiß, Mutter Natur gewinnt. Sie wird täglich gefickt, egal wann und wo man ist. Ja, ich sag euch, überall passiert hier nur Mist. Wälder werden abgeholzt, sind um Meere vergiftet, Atommüll produziert, der uns alle vernichtet. Tiere werden gejagt, ja, und das nur aus Sport. Und die ach so tolle Jagd, sie endet meistens auch in Mord. Die Leichen werden ausgestellt als stolze Trophäe. Verdammt nochmal, ich könnte kotzen, wenn ich das sehe. Tiere werden gequält für Deo und Lippenstift. Doch das ist ja nicht so schlimm, denn das ist ja so Vorschrift. Arten werden ausgerottet wegen immer weniger Regenwald. Ich schwör euch, wir Menschen machen noch alle kalt. Ich schäme mich selbst einfach nur dafür, Mensch zu sein. Denn wer von uns unschuldig ist, der werfe den ersten Stein. Der Mensch, das Wesen, das sich selbst vernichtet. Und das Hass oder Gier, Massenmord verrichtet. Das Atomloch zerstört, doch wen interessiert's? Denn jetzt die Loser schließlich, es läuft wie geschmiert. Es heißt, die Erderwärmung ist nicht mehr aufzuhalten. Wir können unsere Zukunft mitgestalten. Und steht die Katastrophe bevor, wenn wir so weitermachen. Ja, ich mich wieder im Taler und verliere mein Lachen. Das regt mich auf und die Erde bebt, doch ich bin mir bewusst, dass es weitergeht. Die Zukunft liegt an uns, das ist unser Weg. Wir können was erreichen, es ist nicht zu spät, noch bevor diese Welt zugrunde geht. Okay, weiter geht's. Was gibt es noch zu sagen? Ach ja, ich habe da noch so einige Fragen. Warum ist Alkohol erlaubt und Cannabis tabu? Ich möchte gerne noch einiges sagen hierzu. Alk macht aggressiv, Kiffen entspannt. Doch von Kiffern hält man heutzutage immer noch lieber Abstand. Ziehst du einen durch und fährst eine Woche später nüchtern mit dem Auto, dann bist du der Straftäter. Okay, noch etwas, was mich wirklich aufregt. Und zwar Mobbing, ich habe es selbst durchlebt. Die Ursache wie Depressionen und Suizid. Und der Lehrer, der es gerne übersieht. Du bist zu fett, du bist zu dünn, du hast die falsche Frisur. Und deine Klamotten, das ist immer die gleiche Prozedur. Niemand versteht dich, du bist völlig allein. Und verlierst dich zum Schluss, ich frag, muss das wirklich sein? Die Gesellschaft zeigt dir ein verzerrtes Schild. Schönheitsideal. Doch ich bin der Meinung, das ist völlig marginal. Ich würde dir gerne sagen, du musst das nicht mehr ertragen. Doch dazu müssten die Leute sich einfach mal hinterfragen. Das letzte Thema, was mir aufregt, das ist Religion. Denn diese ist auch voll brutaler Aggression. Im Namen eines Gottes gibt es Kriege und Leid. Und Unterdrückung von Frauen ist dann auch nicht mehr so weit. Andersdenkende werden getötet und gejagt. Ich frage mich, hat sich dann noch niemand hier gefragt, wie lange das so weitergeht? Ja, ich kann und muss euch sagen, ich will und werde es alles nicht mehr länger ertragen. Unsere Welt, sie ist nahe am Abgrund. Und ich erzählte euch meinen Standpunkt. Die Spezies Mensch, ja, wie sagt man im Volksmund? Zu viel von etwas, das ist ungesund. Das regt mich auf und die Erde liegt. Doch ich bin mir bewusst, dass es weitergeht. Die Zukunft liegt an uns, das ist unser Weg. Wir können was erreichen, es ist nicht zu spät. Doch bevor diese Welt zugrunde geht. Das regt mich auf und die Erde liegt. Doch ich bin mir bewusst, dass es weitergeht. Die Zukunft liegt an uns, das ist unser Weg. Wir können was erreichen, es ist nicht zu spät. Doch bevor diese Welt zugrunde geht. Das regt mich auf. Das regt mich auf.
Du denkst, ich bin fertig und du denkst, es ist vorbei, dann hab ich dich wohl verarscht, denn da fehlt noch allerlei. Denn etwas regt mich auf und das ist eine Partei und diese spaltet uns Menschen nach und nach in zwei. Sie manipuliert und behauptet, sie ist eine Alternative. Doch viel zu wenig Menschen sehen ihre Motive. Sie schürt Hass und davon gibt es nun mal viel zu viel. Dass diese Nazis so mächtig sind, ist ein verdammtes Trauerspiel. Diese schönen Zeiten hatten wir schon mal. Habt ihr denn vergessen, wie es damals war? Trotzdem sehe ich blaue Herzen überall und könnte kotzen. Doch den verdammten Nazis werde ich weiterhin trotzen. Die Menschen sind so dumm und lassen sich manipulieren und glauben, es wird besser, wenn die Rechte regieren. Doch kein Schaf würde den Wolf wählen, das garantiere ich. Nur weil es den Schäfer nicht mag, ich glaube, das spricht für sich. Finale, ein letztes Thema muss ich noch erwähnen. Unsere Kinder heutzutage, ich kann da viel erzählen. Haben nur Respekt und kein Sozialverhalten. Und keinerlei Ideen, ihre Freizeit zu gestalten. Wenn man schon morgens an der Busse nur aufs verdammte Handy schaut, anstatt sich zu unterhalten, oh Mann, ich hätte mich das nie getraut. Ich habe damals draußen gespielt mit dreckigen Blättern in den Haaren. Und kam erst nach Hause, wenn die Laternen an waren. Heute posten Kinder ihr Leben lieber auf TikTok oder Insta. Zusammengefasst ist unsere Zukunft echt finster. Heutzutage wird von Eltern nahezu alles erlaubt. Es werden keinerlei Grenzen wie die Kinder erbaut. Die Erziehung wird Pädagogen und Psychologen überlassen. Denn man muss sich an der Gesellschaft anpassen. Doch liebe Eltern, eure Kinder sind die Zukunft. Ihr habt die Verantwortung. Nicht Pädagogen, nicht Social Media, nicht Psychologen. Nur ihr. Gebt den Kindern das, was sie so dringend brauchen. Zeit mit euch. Liebe. Kein Erzieher und kein Handy kann euch ersetzen. Ihr schafft das. Das regt mich auf und die Erde. Das regt mich an, mir bewusst, dass es weitergeht. Wir können uns, das ist unser Weg. Wir können was erreichen, es ist nicht zu spät. Noch bevor diese Welt zugrunde geht. Das regt mich auf und die Erde wiegt. Das regt mich an, mir bewusst, dass es weitergeht. Wir können uns, das ist unser Weg. Wir können was erreichen, es ist nicht zu spät. Noch bevor diese Welt zugrunde geht. Das regt mich auf, das regt mich auf.